Damit, meine Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen zum dritten Kampf in dieser NU-Session mit dem Team rund um Galagladi. Auch wenn doch Galagladi hat gute Arbeit gemacht. Heute gegen den lieben Aoyan auf Twitter. Link ist in die Beschreibung unten drin. Und ich bin mal gespannt, was er mitnimmt. Während wir die Pokémon auswählen, die teilnehmen sollen. Okay, er hat Lepumentas. Er hat Lippmann, dass er Zwerg ist. Zwerglob im MU? Oh, ich hoffe, ihr konntet das gerade hören, ne? Ups. Smogon slash Dusclops. Tatsächlich. Wow, und Hariyama auch. Okay. Sehe ich irgendwelche Schwächen? Ich sehe drei Psychoschwächen. Aber Galagladi hat, glaube ich, keine Psychoattacke drauf, oder? Nein. Dann sehe ich. Oh Gott, das Ding wird echt scheiße rauszunehmen ohne Psycho. Das Smogmog. Dann sehe ich zwei Geistschwächen. Ich sehe eine Gesteinsschwäche. Und ich werde die gerade, ihr schreit mich an, weil ich irgendwelche Schwächen nicht sehe. Ich sehe zwei Flugschwächen. Das war's eigentlich. Doch zwei Unlichtschwächen, ja. Sie sind beide schwach gegen Unlicht und Geist. Natürlich ist ein Geist ab. Aber wir wollen einfach. Oh, er hat einen Rapid Spinner dabei, ne? Wir leaden mit Necron. Wir leaden mit Necron aufgrund von Necrons Abschlag. Ich möchte meine Hausschuhe richtig anziehen. So. Und von Necrons Abschlag werden wir mit ihm leaden. Und er leadet mit Harikama. Kann vermutlich auch Abschlag. Und er hat die Offensivweste drauf. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber wir haben gar keinen Abschlag. Wir haben Verfolgung, Erdbeben, Schattenstoß und Ice Heat. Warum dachte ich, ich habe Abschlag? Warum habe ich keinen Abschlag? Gehen wir. Habe ich jetzt den Link geöffnet mit seinem Team? Ja. Gehen wir einfach auf das Erdbeben. Ich glaube nicht, dass ich Necron wirklich brauche in diesem Match. Und ich brauche eigentlich. Das ist das Problem an sowas wie Galagladi. Galagladi kann so eine Vielzahl an Moves erlernen, dass man eigentlich alles darauf spielen will. Es hat einfach, es kann Psycho-Attacken erlernen, also es kann eine Psycho-Attacke erlernen, es kann Eis-Attacke erlernen, eine Feuer-Attacke, glaube ich, mit Feuerschlag. Es kann Ice-Heap erlernen, es kann Nahkampf erlernen, es kann Drain Punch erlernen, man kann es mit Protzer spielen, mit Delegator. Es hat einfach so viele Sets. Es hat halt dieses Vier-Move-Syndrom. Er geht hier einfach auf den Abschlag, okay. Wow. Ah, ein Crit. Gut, das macht Sinn. Wenn er uns natürlich crittet, so, mal schauen, wie viel Schaden wir ohne den Life-Orb an ihm machen. Nicht unbedingt viel, aber genug. Ja, ich gehe nochmal hier auf den Schattenstoß. Oh, der hat den Patronenhieb drauf. Okay, aber wir wissen, er hat den Patronenhieb. Ich habe auch schon welche ohne Patronenhieb gesehen auf Showdown, was mich verwirrt hat, aber ich dachte, das spielt man jetzt so. So, wir können jetzt in jedem Fall. Wir können jetzt in jedem Fall in Vendetta wechseln. Und einfach mit dem Schlafpuder draufgehen, denn er hat kein Pflanzen-Pokémon, das das Schlafpuder abfangen will. Oder kann. Wir wissen auch, er hat nicht die Ponusbeere, sondern ist das das Assault-Vest-Set. Vielleicht mit Thick Fat dann als Fähigkeit. Denn ich weiß, dass ein Assault-Vest Thick Fat Hariyama von nicht Schaden nimmt. Und da hat es gerade geklingelt. Er schickt Särgen in den Kampf. Warum tust du mir das an? Okay, das Ding hat natürlich 130 in beiden defensiven Stats und das Evolied. Was bedeutet, dass ich in diesem Fall Galagladi reinschicken muss? Einfach um ihn den Evoliten abschlagen zu können. Ich werde mich hier nicht mit dem Falter reinboosten, denn ich sehe da keinen großen Sinn drin.
Ich sehe da echt nicht, keinen großen Zweck. Hat keinen Zweck. Er wechselt hier auch aus, pullt quasi den Double Switch, das war nicht schlecht. Schickt dafür Hazard Bombe rein. Und dass ich gegen dich jetzt kein Psycho-Move drauf habe, ne? Ich glaube, ich nehme Erdbeben von Galagadi runter und tue dafür einen Psycho-Move drauf. Aber jetzt im Moment muss erstmal das Erdbeben reichen. Während er auf Stachler geht. Bitte Erdbeben sein Two-Hit. Und wieso bin ich nicht auf Abschlag gehen? Obwohl, du kannst ja den Evoli tragen. Oh! Oh, er hat mich vorhin sagen. Er hat den Fokus gehört, okay. So, für den Fall, dass er jetzt damit rechnet, gehe ich hier auf den Abschlag, denn es kann gut sein. Das Ding ist schneller als ich? Das Ding ist schneller als ich? Was für ein Speed hat Baldur Fisch, bitte? Baldur Fisch. Nee, nicht Baldur Motor, Baldur Fisch. Was zur Hölle hast du für ein Base-Speed? 85. Galagladi hat. Er ist also voll in die Init investiert. Okay. Ich meine, wir haben jetzt natürlich ein Problem, denn wir haben jetzt so ziemlich keine Möglichkeit, das Viech da zum Beispiel rauszunehmen. Aber wir können zumindest versuchen. Ich sehe schon kaum das Matchwert. Stalli. Geht hier auf den Flammenwurf? Okay. Und kriegt den Burn. Er kriegt den Flammenwurf. Warum kriegt er nicht den Flammenwurf? Ich habe Flammenwurf. Puh. Puh. Muss ich einmal aufpassen, dass ich mich nicht ohne Grund aufrege. Hat Flammenwurf eine 10%ige Chance zu brennen oder eine 30%ige Chance? Prozent! Warum sollte ich mit der 10%igen Chance verbrennen? Oh, der Fastschaden. Der Fastschaden. Ja, gut, dann kriegen wir die Heilung durch unsere Zitrusbeere hier. Ja, ich würde eigentlich Überreste darauf spielen, aber Itemclaws sind voll kacke, wenn du mit denselben Items spielst. Nee, 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 nee. So, ich wechsle hier jetzt aus. Geh in St. Walker, denn das Ding dürfte mir nicht viel anhaben können. Vor allem nicht, wenn der Flammenwurf spammt. Ja, der hat mich wieder verbrannt. Ich wollte mich schon aufregen. Aber warum ist Baldur viel schneller als. Ach, egal. Es lohnt sich nicht, Pascal. Es lohnt sich nicht. Ich gehe jetzt auf Siedewasser. Immerhin bin ich sein Baldurfisch los. Immerhin bin ich sein Baldurfisch los. Und ganz ehrlich, meinetwegen können wir den Kampf verlieren. Dann stehen wir mit diesem Team 2-1. Reicht mir aus. Damit bin ich vollends zufrieden. Ich meine, 2-0 ist 2-1 ist jetzt nicht das Beste, aber es ist besser als ein 0-3. Oh, wir haben 2 gewonnen, 1 verloren. Ich habe die Schwächen in diesem Team erkannt. Ich werde die Schwächen ausbügeln. Ich werde Psychoattacke auf Galagladi tun. Ich werde den Necron vermutlich aus dem Team rausnehmen. Das Ding ist nicht ohne Grund im PU. Aber hey. Wir können nur die Schwächen eines Teams lernen, indem wir es benutzen. Ja, das hat schon der Dalai Lama einmal gesagt. Okay, immer noch wieder die Verbrennung bekommen. Ich hoffe einfach, dass er nicht Guts ist, denn wenn er Guts ist, haben wir das gerade nur schlimmer gemacht.
Ich werde hier jetzt einfach auf den Voltwechsel gehen. Ja, doch, Voltwechsel. Oh, Mogelhieb, okay. Au, du bist Guts. Du bist sowas von Guts. Okay, aber du bist doch fast tot. Das ist auch praktisch. Sollte ich lang genug überleben, um einen Voltwechsel durchzubekommen, dann... Ach, killt der Voltwechsel dich? Nein. Das ist ein Kaffee oder so. Ach, muss ich mir also aussuchen, was ich sterben lassen will, quasi. Hat er noch irgendwas mit einer Prio-Attacke? Ich glaube nicht. Aber ich kann auch nicht Vendetta reinschicken, weil ich nicht noch eine Sache einschlafen lassen darf. So, Leute, ich muss an dieser Stelle... Oh! Ich wollte sagen, das überleben wir, glaube ich, sogar. Natürlich kriegt er noch einen Crit. Ah, natürlich kriegt er da noch einen Crit rein. Ich will nur gerade was nachgucken. Ach, genau, so hieß das. Ja, ich meine, wir haben das überlebt, aber wir werden keinen weiteren Angriff überleben. Das Problem ist einfach, sein Team ist zu tanky. Und das ist in einer Art und Weise tanky, auf die mein Ding jetzt halt nichts machen kann. Ich verstehe bloß nicht, warum Smogbock noch NU ist. Das Ding konnte, hat locker das Potenzial, eigentlich um ins AU zu kommen. So, überleben wir noch einen Flammenwurf. Mist, wir überleben noch einen Flammenwurf. Ja, locker. Ich kann sagen, wir sind speziell defensiv investiert, also das sollte uns keinen Schaden machen. Überleben wir nach dem Burn noch einen Flammenwurf? Nein. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, ich möchte eigentlich lieber aufs Dingens hoffen. Aber... Und der wechselt aus. Bin auf Ableithieb gegangen, weil ich dachte, ich heile mich noch ein bisschen hoch. Ja, er schickt sie einen rein, cool. Ich halte den Kampf im Moment echt gesagt für verloren. Wir haben unsere beiden Pokémon, die wir gegen die Unlicht, die wir gegen Geister-Pokémon bräuchten, ziemlich dumm verloren, muss ich zugeben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Baldurfisch schneller ist. Wer spielt sein Baldurfisch mit maximalem Speed Investment? Ich meine, mal im Ernst, man kann mir die Niederlage verzeihen. Aber wir haben immer noch Vendetta. Und Vendetta kann uns das immer noch mit einem Falter reigen und einer Menge Glück gewinnen. Er hat keine Tarnsteine draußen. Das bedeutet, wir verlieren nicht die Hälfte unserer KP, wenn wir reinkommen. Na, was machst du? Jetzt überlegt er. Er hat ein schlafendes Pokémon, er hat ein paralysiertes Pokémon. Er bleibt drinne. Okay. Er schläft immer noch. Und ich bin gerade überlegen, ob ich greedy bin oder auf noch einen gehe. Sein Team besteht noch aus... er hat noch Moterpel, Smogmog, dann natürlich das Zwerglob und das andere Geister-Pokémon. Ich bin greedy, ich gehe auf noch einen Falter rein. Komm schon. Wach noch nicht auf. Okay, er schläft noch. Okay. Komm schon, gib mir einen Crit. I believe in Crits. Crits für den Crit-Gott! Crits für den Crit-Gott! Die Verwirrung, immerhin. Er könnte auch sogar noch diese Runde schlafen. Er schläft noch diese Runde. Es könnte nämlich sein, dass er Dunkelnebel hat und meine Stat-Boosts wieder ausgleichen wollte. Ja, aber das Recht verwehre ich ihm jetzt. Wäre das wieder ein Sweep, drehen wir das Game noch mit einem Vendetta-Sweep. Das wäre natürlich richtig awesome. Und ich denke, dann können wir Vendetta auch als absoluten MVP dastehen lassen. Ich denke, das ist eine sehr, sehr treffende Bezeichnung dann. So. Mordors Eis, natürlich. Du hast für gewöhnlich einfach nur Schwebe. Also schlafpudern wir dich. Es gibt keinen Grund, dich nicht zu schlafpudern. Wir sind schneller, wir treffen uns fast garantiert aufgrund unserer Fähigkeit. Oh. Er hat die Maronbeere.
Nicht schlecht. Ein Chest-Arresto-Set, aber man kann die Marenbeere natürlich auch benutzen, um in eine Schlafattacke reinzuwechseln. Ich wollte eigentlich nachgucken, was für eine Fähigkeit Mutterpel hat, denn es kann sein, dass er Puderabwehr hat. Und ich glaube, Puderabwehr... Sorgte Puderabwehr dafür, dass er noch Puderattacken nicht treffen kann? War das irgendwie sowas? Egal, ich kann mir gut vorstellen, dass er eine Attacke hat, die sowas verhindert. Und die Reflexion in meiner Brille ist... Kann ich die irgendwie... Ich kann die Reflexion in meiner Brille ein bisschen minimieren. Ich könnte sie, glaube ich, sogar komplett minimieren, indem ich meinen Hauptbildschirm ausmache. Das mache ich, glaube ich, für die nächste Aufnahmesession mal, damit ihr das nicht immer so da drin spiegeln seht. Ich werde jetzt hier einfach auf den Orkan gehen, denn ein Orkan scheint mir am sinnvollsten einfach wegen der Power. Hat das überlebt? Noch heute hat Dingens überlebt. Das ist nicht schlecht. Aber er wird auch einen Käfergebrumm überleben. Mit der Power! Vielleicht sollte ich einfach meinen Vendetta umbenennen in Power! Er schickt Los Angeles rein. Ich verstehe übrigens diesen Spitznamen, denn für die... also entweder ist es einfach nur ein Witz, weil haha, alles ist giftig da. Oder ursprünglich sollten Smogon und Smogmog NY und LA heißen, für New York und Los Angeles. Fanden die aber nicht so lustig, die Amis. Und haben sie dann halt umbenannt. Orkan geht daneben. Und er gibt den Abgangsbund. Was war sein letztes Pokémon? Die Frage ist, traue ich St. Walker und Nova zu, sein letztes Pokémon rauszunehmen? Ja, tue ich. Doch, das tue ich definitiv. Das tue ich definitiv. Also zeig mir deine Power und nehme dieses Smogmog raus. Du hast deine Power bewiesen. Dein Fokus-Gott rette dich leider nicht vor dem Abgangsbund. Also, gehen wir jetzt in St. Walker. Ich weiß nicht, wie man Moterpel spielt. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Moterpel spielt. Aber ich weiß, dass der seine HP verliert. Und wir auch ein paar durch die Stachel, aber pff. Oh, Regenerator wäre eine coole Fähigkeit für Landhund, fällt mir gerade ein. Ich meine, Voltabsorb ist auch super, aber Regenerator wäre fast noch cooler. Wir gehen einfach direkt auf die Donnerwelle, denn ich glaube, er könnte auch ein Setup versuchen. Mit Falterreigen. Ich glaube, er lernt auch Falterreigen. Er geht auf die Psychokinese, die wird uns nicht viel machen, denn wir sind speziell defensiv. Macht aber trotzdem mehr, als ich gedacht habe. Können hier jetzt zur Sicherheit auf die Donnerwelle gehen, sind... damit nicht nur schneller, sondern er ist auch noch paralysiert. Wir werden noch einen Angriff überleben von ihm. Mindestens ein. Und können jetzt einfach mit dem Siedewasser drauf gehen und damit das Match beenden. Gutes Match. Wir haben es noch gedreht dank Vendetta und Vendettas unglaublicher Power. Freut mich für den Kampf. Wir haben 3-0 mit diesem Team gewonnen, Leute. 3-0. Das war also für einen Auftakt für den Reboot dieses Channels. Das ist kein wirklicher Reboot, aber ihr wisst, was ich meine. Lass ich wieder anfangen, Wi-Fi-Kämpfe hochzuladen. Ist das ziemlich gut. Ja, ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Ich hoffe, der Kampf hat euch gefallen. Wenn ja, dann bitte ich euch darum, zu kommentieren, zu abonnieren und gut zu bewerten. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.